Hoi, oh, da was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem weiteren ernsten Gespräch. TBT Real Talk. Mit wem denn? Mit Steve. Okay, was passiert jetzt? Zu spät, du bist dabei. Alles kommt ins Licht. Okay, was muss ich jetzt machen? Muss ich mich über irgendwas aufregen? Du musst Fragen beantworten, oder? Yo, Steve, Mann, was geht ab, Mann? Ich glaube, das, was du nicht weißt, ist, dass du ja eigentlich jetzt TBT-Mitglied bist, ja? Ich habe trotzdem noch keinen Merchandise bekommen. Ja, jetzt bin ich spannend, nicht mal ein bisschen. Spann dich mal, du bist seit ein paar Tagen bei uns in der Gruppe sozusagen, hast du schon ein paar Videos gedreht jetzt. Ich möchte betonen, sehr gute Videos. Ja, sehr gute Videos sogar, wirklich. Er ist echt seit kurzem dabei. Macht seine Sachen, die wir ihm auftragen, ja. Er ist eher so der Online-Spieler, beziehungsweise der Online-Akteur, der sich ein bisschen auskennt. Er versucht sich jetzt gerade hier ein Deck zu bauen, ja, dass er mit vielleicht am Sonntag auch mitspielen kann auf Chongs Turnier. Ja, er ist auch ein sehr guter Spieler mehr gewesen, ja. Aber jetzt genau gewesen, nein. Aber er macht seine Aufgaben echt gut. Ja, Steve, du bist erst seit kurzem bei uns, auch in der Gruppe und so. Und was hast du da so mitbekommen? Wie sind deine Eindrücke von uns? Dimi kann nicht lesen. Und Chong kann nichts spielen außer Meta, habe ich gemerkt, was traurig ist, weil früher konnte Chong ja, nee, ich glaube, ich erinnere mich da falsch. Ich glaube auch. Es darf nur noch Meta gespielt werden. Okay, ja. Ich meine, das ist, glaube ich, eine der wenigen Yu-Gi-Oh!-Gruppen, die es gibt, die überwiegend aus Freunden besteht. Das merkt man, wie gesagt, auch im Klima. Ich meine, manchmal klingt es so, als würden wir uns alle hassen. Aber das ist einfach der Umgang, den wir haben, seit wir Yugi spielen. Das ist in dem Moment, in dem wir entschieden haben, Yugi zu spielen, sind wir alle schlechte Menschen geworden. aber ich meine, die Zusammenstellung der Spieler, mit einigen Ausnahmen, sind das alle sehr gute Spieler. Wer sind diese Ausnahmen? Wir sind hier im Real Talk. Ich möchte keinen Namen nennen. Was? Nicht zugehört. Ist schon gut so. Steve, deshalb ist der Chuck auch TO geworden, oder er will der TO werden, damit er nicht mehr spielen muss, weil er einfach, naja, wir wissen es, ja. Ja, das Problem mit dem TO-Sein ist halt, das hat das Wort Organisation drin. Und wenn man dich so lange kennt, wie ich es tue, dann... Anders krass, man. Oh mein Gott, hier ist richtig Real Talk, Mann. Steve sagt echt die Wahrheit. Ich sehe schon, dann bin ich beim Turnier und keiner kümmert sich um Decklisten und dann spiele ich gegen so einen kleinen Jungen mit so Dingen, so Chaos Emperor Dragon. Ja, kann ja sein. Er muss nur Judge holen. Wer ist Judge bei dem Turnier? Entweder Dings, wie heißt der, René oder ich? Ich kenne René nicht. Steve, du wirst ja, wirst du am Sonntag bei Chongs Turnier mitspielen? Fährst du mich hin? Ja, klar. Ja, ich fahre. Ich spiel bei Chongs Turnier mit, ja. Das ist mein erstes Turnier nach, ich glaube, jetzt 8 Jahren oder so. Aber du spielst so online? Ja, aber keine Turniere. Ja, aber du spielst trotzdem online? Ja. Wollen wir nicht zusammen werden? Nein. Was war letztes Turnier? Kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, das war das Ding, das Verabschiedungsturnier in der Sabelschule war das. Okay, das ist schon echt lange her. Lange. Stimmt, wir haben Kulti Kids gespielt mal. Ja, Kulti Kids haben wir auch gespielt. Ja, aber was haben wir denn da gespielt, was groß gewesen sein kann? Weiß ich gar nicht. Man merkt, die Zeit vergeht und Steve ist auch wieder jetzt mit dabei. Er kam aus der Dunkelheit, kam er wieder zurück, Mann, ja, wieder ins Licht. Call of the Hound. erst musste er Burial aktivieren, weil ich war banned. Und er kam zurück. Wir haben ihn gleich ins Team geholt, weil wir gute Spieler brauchen, beziehungsweise gute... Hong war das, Mann. Hong hat gesagt, hat dich wirklich mal dazu. Ich habe vorher schon mit Steve gespielt, Mann. Bist du... Was heißt gespielt? Ich habe ins Team geholt, habe ich gesagt, Mann. Ja, mein Gott, geholt, aber ich habe ihn davor schon gefragt. An Scheiß hast du, Mann. Sei einfach ruhig, schon, oder? Ich fängt mich schon seit 2 Monaten oder so, ob ich wieder einsteigen ja. will. Und siehst du, ja, ich spiele halt online. Nee, 2 Monate braucht unser sogenannter Boss, um irgendein Spiel zu holen. Honger und ich haben es an einem Tag gemacht. Ja, Digga, gib mir Telefonnummer, alles klar. Zack, bumm, war er drin, Alter. Ja? Fertig. Ich habe ihn selber gefragt. Ich habe ihn selber gefragt. Ist es Steve? Komm, TBT-Spieler, ich nehme dich. Und er hat gesagt, ja, ich will erst ein bisschen reinkommen wie Nico und dann sage ich dir Bescheid. Ich sehe, okay, und dann sehe ich, wenn ich im Urlaub auf einmal sehe ich, das Steve in der Gruppe. Ich sehe, okay, alles klar. Was
passiert. Da sieht man. Ich muss sagen, Hong hat mich bitter getrickt, weil er hat gesagt, er braucht nur meine Hilfe für so Decklisten. Und dann schon habe ich so Vertrag unterschrieben und so lebenslang. Ja, er braucht auch die Hilfe für die Decklisten, auch also für immer halt, ja, und nicht nur jetzt für diese Zeit, also für immer, ja. Und Steve ist jetzt offiziell dabei, ja, und hilft uns natürlich, ja. Und er kennt sich auch noch gut aus, das werdet ihr auch in den Videos sehen, ja, wie er sich wirklich auch Mühe gibt und so auch Ahnung hat, ja. Nicht so wie andere Leute im Team, ja. Auf jeden Fall. Und du hast ja unser Team so ein bisschen mitbekommen, ja, also jetzt bricht von den Leuten her, von den Leuten, die auch schreiben und so. Was sagst du dazu? Gibt es da irgendwelche Leute, die da, die du gut findest, die du schlecht findest, die Ahnung haben, die keine Ahnung haben? Erzähl mal. Ich will halt nicht die ganze Zeit über Dimi herziehen. Wir sind hier wütend. Du kannst, lass es raus, Mann. Warum Dimi? Ich hab mit Dimi in den letzten paar Tagen haben wir halt viele Decks getestet für die DM auf Dueling Network. Und ich habe halt, egal welches Deck er gespielt hat, ich habe halt gemerkt, er kann halt nicht lesen. Er kennt die Karteneffekte nicht und so. Was halt bitter ist. Ich meine, wenn ich die kenne mit der ganzen Abwesenheit, die ich halt hatte, wieso kann er sie dann nicht kennen, wenn er halt im aktiven Team ist und so. Aber ich meine, ihr habt Nico. Nico war schon immer einer der besseren Spieler, die ich kenne. Barisch, je nachdem, was er spielen darf. Die anderen Jungs kenne ich nicht. Ich meine, bei euch beiden ist es, also bei dir ist es keine Frage, bei ihm ist es immer so eine Sache. Hong habe ich noch nie spielen sehen, glaube ich, seit ich ihn kenne. Aber ich denke mal so von dem, ich meine, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ihr euch jetzt irgendwie eine Gruppe gemacht habt von drei Leuten, die spielen können und die anderen drei, die einfach nur getragen werden. Also ich denke schon, dass... Genau so ist es leider, ja. Ich denke schon, dass das spielerische Level da überall gleich ist. Wo ich den Unterschied, glaube ich, sehe zwischen den Spielern, ist halt, wer halt Initiativen ergreifen kann bei Decks bauen und Potenzial sehen und sowas. Das ist halt das, was bei mir halt so den Hauptunterschied gemacht hat, ob ich jetzt sagen kann, jemand ist gut oder nicht. Weil einfach nur ein Deck zu spielen, ist eine andere Sache, als ein Deck zu bauen. Also ich hatte immer schon größeren Respekt vor Deck bauen und das war auch immer das, was ich mehr gemacht habe als anderes. Aber die meisten eurer Spieler kenne ich entweder gar nicht persönlich oder ich habe sie zu lange nicht spielen sehen, um jetzt wirklich zu sagen. Aber der letzte Stand, den ich kannte, ist Barisch war gut damals, als ich aufgehört habe. Nico war schon immer gut. Dimi, wenn er die Karten kennen würde, wahrscheinlich auch. Tati, selbstredend. Hong, ich gehe davon aus. Chong. Als ich nur ein Spieler war, war ich klasse. Aber jetzt. Ach, du spielst gar nicht mehr. Ja, auf größeren Turnieren sind wir mit dabei, ja. Aber wie ist so ein Eindruck vom Noch ein kurzer Einwurf dazwischen zu Barisch. Tati, du findest Barisch auch eigentlich sehr gut, aber er verschwendet sein Potenzial. Das habe ich ja letztens auch in die Gruppe geschrieben, ja. Und zwar, ich finde, dass Barisch echt einer der wirklich vom Spielerischen her wirklich Ahnung hat. Ja, also er kann richtig krass spielen, weil er beherrscht immer, wenn er ein Deck spielt, beherrscht er das Deck 100%. Ja, wirklich, ist echt so. Ja, aber er verschwendet einfach sein Potenzial immer an Decks, die einfach im Meta nicht viel reißen können. Wenn er vielleicht ein Meta-Deck spielt eine Zeit lang und dann könnte er echt viel, viel, viel mehr aus sich machen, aber macht es leider nicht. Keine Ahnung, ob er sich das nicht leisten kann oder keine Ahnung. Man kann es ihm auch leihen oder irgendwas, ja. Ja. Ich glaube, bei Barisch ist einfach so, Barisch war ja schon immer so, dass er irgendwas spielen wollte, was halt nicht überflutet ist. Ja, aber ich bin der Meinung, er verschwendet sein Potenzial mit Decks, die einfach im Meter nicht reißen können. Ja. Ja, schon. Ich meine, ich muss es auch so sagen, das letzte Mal, als ich Yugi gespielt habe, war das Meta noch ein bisschen vielseitiger. Da war halt noch nicht so alles mit, es gibt dieses Themendeck, diese Karten passen ins Themendeck und mehr als das kannst du halt nicht spielen. Ja, aber das ist ja momentan nicht so. Du hast... Es gibt Burning Abyss, und ja. Das sind ja alles drei. Ja, aber du hast Pendel, du hast noch Pendel, also sprich, du hast schon mal vier verschiedene Decks, die du eigentlich spielen kannst, sprich... Ja, aber es gab ja Zeiten von Prophecy und E-Dragons, wo nur die zwei Decks gespielt wurden, das war tot, da war das tot. Klar, ich meine halt, das finde ich auch nicht schlimm, dass es Themendecks gibt, ich finde es halt einfach... Wo mein Problem ist, dass halt so normale Decks halt, so Decks, die du halt selber bauen kannst, wo du halt sagen kannst, okay, ich sehe eine Kombination zwischen den beiden Karten, die Kombo würde gut funktionieren, solche Decks haben halt keine Chance mehr. Ja gut, natürlich, hab ich auch schon Rogue-Decks gebaut in den letzten Monaten, die sehr viel besser gelaufen sind, als man gedacht hat. Aber ich denke, bei jemandem wie Barisch ist es so, er braucht halt ein Deck, was er selbst gebaut hat. Weil bei Barisch ist es so eine Sache, er genießt den Erfolg einfach mehr, wenn es das ist. So wie es bei mir halt früher. Ja, wenn er mal einen Erfolg hat mit so einem Deck.
Ja, was ich zu Barisch sagen kann, er kann auf den Tod nicht bauen. Barisch, ich liebe dich als Spieler und als Freund auch, aber du kannst auf den Tod nicht bauen. Wenn es so ist wie damals. Ich weiß nicht, wie sich verändert. Anmerkung, ich glaube, das letzte Mal, wo er gut war, war DM 100. Platz, glaube ich. 100. Platz ist schon krass auf DM. Ja, aber. Das muss Chang wieder angeben mit seinem Minimalerfolg, was er da gehabt hat, ja. Boah. Und auch schon ewig lang her. Tot. Danach habe ich die Suchgas gehabt, als erstes Satellaspieler. Ja, Mann. Tot, einfach tot, Mann. Ja. Ist ja egal. Chang, echt schlecht, oder? Ja. Mit Zatella. Ja, der ist, wir wissen Bescheid. Ja, dann habe ich immer mit Tops gehabt mit Zatella. Was ist dein Eindruck von TBT? Wir sind ja ein Channel und eine Spielgemeinschaft. Also was ich gesehen habe, ihr seid mega aktiv, was den Channel angeht. Ich denk mir, jede Woche schauen wir mal rein, so TBT, so 15 neue Videos. Ich so, oha, Mann. Jeden Tag, Alter. Schon echt bitter. Also was das angeht, ihr bietet euren Fans auf jeden Fall genug Content. Das Einzige, was ich finde, ist, ihr solltet mehr... So ein Ding, was ihr gar nicht habt bei euch, was ich nicht gesehen habe, ist so Gameplays. Wer soll denn spielen? Wie ihr alle. Ich meine, seid, keine Ahnung, jeder von euch. Halt nicht, ich meine nicht live, es gibt DevPro und sowas. Ja, aber dazu muss man auch noch was sagen. Ja, ich meine, wir versuchen immer zu einem Set wie jetzt zum Beispiel, ja, immer irgendwie was aufzustellen. Und dann haben wir einfach keine Leute, beziehungsweise da mussten wir auch mal zu anderen Leuten hingehen und die fragen, ob die mit uns dann, da mussten wir zu den Leiden hingehen und haben gefragt, ob er in Monarchen spielen kann gegen uns, ja, weil dann Dimi zum Beispiel das nicht auf die Reihe gekriegt hat, ein Monarchen-Deck zu bauen, da mussten wir Lorenzo fragen, der damals nicht in unserem Team war und der dann Burning Abyss gespielt hat mit Beatrice gegen uns, ja, damit einfach mal sehen, wie das Deck einfach was kann, ja, und das haben wir einfach nicht, beziehungsweise... Und jetzt haben wir dich. Ja, ich hab so ziemlich jedes Deck eigentlich. So, ja, so ist es, deswegen bist du jetzt dabei. Deswegen haben wir jetzt auch eine neue Aufgabe für dich, ja. Und Deckbauer, Mann, ohne Scheiß. Es war aber auch so, dass keiner von uns irgendwie auch online irgendwie was gemacht hat. Relativ. Also ich hatte echt ziemlich selten was mit online gemacht. Du bist ja auch immer am Arbeiten gewesen und abends mit deinen Kindern und wir hatten auch eigentlich abends nur Zeit und du hattest auch dann irgendwie auch online, also abends auch keine Zeit gehabt, irgendwie Decks zu bauen. Hongs sowieso gerade nicht, weil nur Channel ist. Ansonsten haben wir Dimi gehabt und Barisch und die konnten sich. Und die Barisch war auch eine Zeit lang eigentlich nicht da und Dimi war jetzt auch eine Zeit lang nicht da. Deswegen ist es jetzt. Ja, aber darum geht's ja nicht. Ich meine, wenn wir fragen, wer sich drum kümmert, ja, und es kümmert sich dann keiner drum, ja, wie zum Beispiel jetzt ich mit dem Amofa-Steck, ja. Keine Geheimnisse, alles kommt raus. Ja, mir egal, ich sag's auch die Kamera, ja. Nein, aber wenn er zum Beispiel sagt, du, und wenn er aber selber von sich sagt, hey Jungs, gar kein Problem, ich krieg's hin, ja, macht's aber dann nicht, verstehst du? Dann ist das halt das Problem, ja. Deswegen haben wir uns auch jetzt Verstärkung geholt mit Lorenzo, der auch sehr gut ist, mit Steve, ja, der jetzt auch, jetzt kommt echt Real Talk, Mann. Ich war der Erste, der gesagt hat, hol mal Lorenzo, dann laber keinen Scheiß. Ich habe euch beide gefragt, Mann. Ihr so, mir ist es egal. Ich habe sogar mit ihm gesprochen und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr jetzt nicht so begeistert seid, dann Ding, das war erstmal meine Idee. Ja? Real Talk, ja. Also, Folge mit ihm wird noch kommen. Also. Genau, auf jeden Fall haben wir mit Steve auch drin, der echte Ahnung hat von vielen Decks. Komm, sei ruhig. Wir haben Steve rangeholt, ja, weil er wirklich Ahnung hat und vielleicht wird er auch jetzt ein bisschen aktiver im Real Life, ja. Aber es muss nicht sein, wenn er online alles hinbekommt, reicht uns das. Ja. Und auch Hauptsache, er hat einen guten Eindruck von uns, Alter. Sowieso. Ich meine, wie gesagt, die Leute, die ich nicht kenne, die kenne ich halt nicht, aber euch kenne ich ja alle schon seit Jahren. Eben, und die wirst du eventuell noch kennenlernen oder auch nicht. Ja, werden wir ja sehen. Ne? Genau. Irgendwelche Fragen noch an unseren... unser Maskottchen hier. An unserem Stevie. Okay. Ja, macht er nichts, muss ja gar nichts gefragt werden. Ja. Wenn ihr Fragen habt, in die Comment-Section damit. Genau, sehr gut. Ja. Und wir kriegen, Steve bekommt am Sonntag auch seine Ausrüstung, ja, von Hong gestellt eventuell. Ja. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein sehr guter Zugang. Ja. Jungs, vielen Dank. Das war wieder meine Folge Real Talk. Ja, es folgen noch weitere, vielleicht auch nochmal bei Erweiterungen. Ja. Wir werden sehen, Jungs. Also, Yu-Gi-Oh! Is serious business. Also danke fürs Zuschauen, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Like, comment und subscribe. Checkt unsere Sponsoren und unsere Facebook-Seite und leidet nicht.